Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Ni No Kuni. Mal sehen, was der weise Herr des LSD ist, was für uns hat. Als nächstes. Ja, das habt ihr jetzt so toll gemacht. Jetzt dürft ihr gleich noch einen Gegner besiegen. Die Königin könnt ihr zwar nochmal besiegen, aber die ist jetzt auch nochmal als Gegner da. So stelle ich mir das gerade irgendwie vor, aber... Also jetzt wüsste ich wirklich nicht, was könnte noch als... Also als Hetzerherz kam, glaube ich... Okay. Nein! Der Kleffer macht mich bestimmt platt. Oh, ich war gerade fragen, ob ich sie One-Hitter. Ah, sieht so aus. Und ich war nicht voll, ich habe ein MP verloren. Ein Glück habe ich das gemacht. Das hat jetzt alles für mich zurückgeholt. Boah. Oh, diese ganzen Erfahrungspunkte. Also wenn du hier versuchst, da zu leveln, ich glaube, da kannst du echt ein bisschen Zeit investieren. Solange man noch irgendwelche Quests hat, geht's mit dem Leveln. Wenn du aber dann wirklich nur noch levelst irgendwann, dann wird's nervig. Ab einem gewissen Punkt zumindest. Ah, wollte gerade sagen, das wär's jetzt. Oh, du hast alles besiegt, jetzt kommst du nicht mehr weiter. Ich will wissen, was hinter dieser Tür ist. Ich habe alles gemacht, LSD-Hase. Es ist soweit, es ist schon soweit. Es ist nur noch ein einziger Riss übrig. Es ist an der Zeit, sich dem erneut zu stellen, den dich bereits einmal gestellt hast. Hör auf, um Rätseln zu sprechen. Sag nicht, ich muss wirklich die Königin besiegen nochmal. Nein, es wird dieser Magier sein. Der uns den Zauberstab gegeben hat. Was, ein Zauberstab? Der Federkopf halt. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass der nochmal besiegt werden muss. Ich vermute, er ist es. Ich habe seinen Namen vergessen. Nicht Pius. Was? Horus? Ach, keine Ahnung. Das Federvieh halt. Der könnte es sein. Die loyale Königin. Eine weitere schwarze Kugel ist erschienen. Auf dem Aramameroyal. Ah, okay. Und sie sieht noch unheilvoller aus als alle anderen. Du musst sie untersuchen. Flux gelöst? Einige von den Quests waren jahrelang schon hier, glaube ich. Habe ich hier drauf jemanden besiegt? Ich höre irgendwas. Ja. Habe ich hier irgendwas besiegt? Ich weiß es gerade nicht. Das ist aber die letzte Kugel, die will ich jetzt vernichten. Erstmal. Vielleicht klappt es ja plötzlich. Na, wahrscheinlich doch nicht. Hätte ja auch klappen können. So, du kriegst ein Eis. Nummer 3. Ey, du hast ja so viel Eis gegessen wie ich heute. Ja, bei Eis habe ich echt so meine Probleme. Eis ist meine Schwäche. Davon kann ich wirklich über ein Kilo verdrücken. Ach, ich wollte noch gucken, ob ich ja ausrüsten kann. Ich habe ja die strahlende Klinge hier. Vielleicht gibt es hier noch was Besseres. 69. Nee, das will ich nicht. Das haben wir ja. Ach, hier, genau, weil das uns beide schädigt. Nichts wird es.
Nachts wird es daher noch schärfer, interessant. Ein glänzender Dolch aus kristallisiertem Licht. Es heißt, er sei von einem ehrwürdigen Zauberer gefertigt worden. 80. Diese Klinge war der Kriegerelite von Nazca vorbehalten. 80 zu 60. Ich glaube, ich nehme ausnahmsweise mal das mehr Schaden. Wow. Macht auch Magic Blocks wahrscheinlicher dafür. Frage ist, wie viel das ist. Oh, ich bleib bei dem hier. Hier sind wir. 62, 26. Du kriegst eine glorreiche Lanze. 26, 39. Macht K.O.-Angriffe unwirksam. Vor Zauberblockaden finde ich es gut. Habe ich noch was Besseres als das? Schrecklichen Ohrgürtel. Hält man sie, kann man das Macht erahnen. Boah, der Schaden. Also. Ah, aber der hat eh schon relativ wenig Verteidigung irgendwie. Und dann trifft er auch nicht mehr. Nee, ausnahmsweise sage ich nein. Spitzhut. Ja, das gefällt mir. So. Fluffy, kann ich dir noch was Besseres geben? Auf jeden Fall. 98! 60 und... Ja, du triffst eigentlich schon ganz gut. Blättermantel ist wahrscheinlich nicht das Beste. Ja, nein. Hab ich da nichts Besseres? Der Bund auch mal vermittelt dem Träger den unbegründeten Eindruck besser sein als alle anderen. Ich gebe dir mal den Nekromantel. Einfach nur, klar... Susi, du kannst auch noch ein Speer gebrauchen. 62. Klingt gut. Flammenrobe. 49. Gib dir das. Und du kriegst mal das Rächerabzeichen. Wer die süße Susi schlägt, der muss auch entsprechend was abkriegen. Immer besser als nix. Hast du zwar nicht, aber egal. So. Also dickes Ei. Sieht nicht gut aus, Olli. Hä? Wie meinst du das Tröpfchen? Weiß nicht so genau. Hab nur ein übles Gefühl bei der Sache. Ein Kitzel in der Laterne. Der Riss hier ist anders als die anderen. Das kann ich dir sagen. Irgendwas Fieses laut da drin. Was ganz Fieses. Wenn da kein Kampf in der Luft liegt, will ich nicht der große Großwurst der Feen sein. Ich bin's aber. Davon abgesehen. Was tun wir jetzt, Olli? Bevor ich... Kluge Entscheidung, Olli. Nur nichts überstürzen. Lass dir ruhig Zeit, damit du auch gut vorbereitet bist. Jetzt kann ich hier wieder nicht speichern. Ich würde gern vorher speichern, ganz ehrlich, weil das muss ich das alles gerade nochmal machen und dann habe ich jetzt keinen Bock drauf. Dieses Ausrüsten zumindest, das will ich nicht. Da bekommt man richtig Lust, Pharao zu spielen. So, jetzt bin ich gespannt, was das wird. Und was hinter dieser blöden Tür ist. Wir haben doch hier gegen nichts gekämpft. Okay, es ist doch die Königin. Ein Zorniasch und die ist der Todesengel. Diesmal haben wir die Königin nicht auf unserer Seite. Ich bin mal gespannt, was das jetzt wird. Konnte das schon vorher Chaos? Alle tot. 200 Schaden!
Flying for the heaven! Die Zorniaschen kommen ja wieder. Oh! Furchtbare Funken fliegen, furchtbar. Okay. Nehmen wir einmal Abendstern. Sterbt! Sterbt! Muss mal gucken, weil die holt die ja wieder. Aber wenn ich sie erstmal weg habe, kurz. Jetzt sind sie sauer auch nicht. Wahrscheinlich, weil ich sie immer mittreffe. Geht ihr nur ruhig auf die große, riesenfette Königin. Den erwischt. Was bringt denn das? Oh. Oh, wir haben sie schon relativ gut runter. Die Frage ist, wie lange unsere Magie im Allgemeinen noch halten wird. Vor allem Esther. Oh nein, 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 nein! Das könnte Olli jetzt töten. Wir haben zwei verloren. Danke, Susi. Ich brauche Olli aber. Ja, jetzt geht Susi in die Knie. Was machst denn du? Aber Susi ist geheilt, das ist okay. Ihr Kind ist nie. Ah, Glück gehabt. Ah, jetzt geht Esther wieder in die Knie, garantiert. Kann die vielleicht nur Chaos, wenn die alle Zorniaschen alle da sind, oder kann die es auch so? Wieso habe ich ihnen trotzdem so viel Schaden gekriegt? Oh, was war das denn gerade? Mach mal die Zorniaschen kurz weg. Man sieht gar nichts, weil die Königin so fett ist. Was bringt das eigentlich? Und weg mit euch! Dann sind alle deine Freunde erstmal tot. Zwar nicht lange, aber immerhin erstmal. Schlaf was? Okay. Ich glaube, Esther braucht erstmal ein Cappuccino gleich. Here goes.
Cappuccino. Was zur Hölle bringt das? Ist das vom Bug irgendwie oder soll das töten? Kann das töten? Okay, ich kann auch anfassen. Ach komm! Das ist so scheiße, das müsste ich. Danke, dass du mich heilst. Ja. Ich hoffe wenigstens, diese blöden Viecher kommen nicht wieder. Oh ja, was habe ich gerade gesagt? Ich habe doch dieses komische Geheimmittel noch, oder? Da ist noch ein. Hebt uns mal auf. Obwohl, wofür eigentlich? Sie ist wieder sauer auf mich, das passt schon. Hey. Hoffentlich wurde jetzt geheilt. Nein! Ey! Ich find's halt echt scheiße, wenn der was macht, was verhindert, dass ich ihn heile. Esther, wir bräuchten dich mal. Was machst du? Ich kann nicht! Oh Mann! Ich hasse das wirklich, das ist so zum Kotzen. Die ist jetzt gleich wieder tot. Du kannst nicht abbrechen, du kannst nichts machen. Ja, danke. Oh, heilender Regen. Danke. Moment, wieso werde ich nicht geheilt? Du egoistische Susi! Ja, da guck doch! Oh Mist. Spricht meins wieder ab? Was bringt das soll? Ich habe echt keine Ahnung, was das bringt. Ne, bricht nicht ab. Gut, dann ist okay. Dieser bunte Blick, ich habe keine Ahnung, was das bringt. Senkt das vielleicht irgendwie die Defensive? Nochmal geheilt. Ja, schön. Echt? Oh, da, also. Es könnte jetzt gewesen sein. Wer lebt denn noch? Die bleiben aber auch irgendwie immer bei den Gegnern stehen, habe ich das Gefühl. Das lief echt scheiße für Olli gerade. Wieso schläft denn Esther schon wieder? Guck mal, was rauskommt.
coole Sache. Schnell lässt sich umbringen. Oder lockt das. Sven stirbt jetzt wahrscheinlich und ich stehe alleine da. Hey, ich war in Verteidigung! Ich habe trotzdem 200. Wieso habe ich denn trotzdem 270 Schaden gekriegt? Ich war eindeutig in der Defensive. Die war fast tot! Die war fast tot, wie gemein! Gut, dass ich gespeichert habe. Das verstehe ich nicht. Ich habe trotzdem den Schaden gekriegt, maximal. Ich war aber nicht. Also, Olli war definitiv in der Defensive, man hat es auch gesehen. Hat das was mit dem Boden im Blick zu tun? Ich habe halt keine Ahnung. Das ist. Ich hasse solche Sachen. Okay, das versuchen wir gleich nochmal. Mich ärgert eigentlich am meisten gerade, die war fast tot. Das ist wirklich das Schlimmste. Die war wirklich kurz vorm Ende. Noch ein, zwei Angriffe und die wäre wahrscheinlich zu Boden gegangen. Oh Mist. Das geht gleich richtig los. Hoppla! Da war ich gerade so gierig. Ja, ich habe wirklich vollen Schaden gekriegt da. Ich muss hier gleich mal weglaufen, weil die macht gerade diesen Elfenvorangriff. Ich komme aber nicht weg, weil jeder irgendwas macht gerade. Esther? Ich bin aber gestunt wegen dir, Esther. Es ist zwar schön, wenn ich geheilt werde, aber wenn ich da vorher erstmal stehe und dann zusammengeschlagen werde, bevor ich geheilt werde, ist das ein bisschen scheiße. Das ist jedoch nicht fixiert, das ist okay. Macht irgendwas. Oh, das ist auch eine gemeine Kombo, aber die halten. Die haben ja wahrscheinlich um die 10.000 Lebenspunkte. Also, das ist wirklich ein Todesengel, muss ich sagen. Kann ich die zähmen zufällig? Die ist nicht mal so das Problem. Wenn es nur sie ist, dann kriegt man es auch ganz gut weg, aber dass hier alles noch weiter rundherum ist, ist nicht gut. Ich muss mich kurz heilen. Danach. Weil sie wieder Chaos macht und ich trotz Abwehr alles abkrieg. Oh, guck mal, wie Gunther aussieht. Der erste ist platt. Oh, komm schon! Esther, wegen dir. Das ist wirklich nur wegen dir passiert. Und ihr seid fällig. Das waren deine Zodiarchen. Ich glaube, ich hau mir mal ein paar Cafés rein. Oder Cappuccinos eher. Wir kriegen jetzt auch mal ein paar. Nein!
Ah, ich war auf Defensive, ihr habt's gesehen. Mit Amak hat's geklappt. Sollten wir nochmal probieren. Da kann ich doch was klauen. Ich scheint nicht aufzupassen. Ah, okay. Es war bloß das. Oh nein. Weil die Idioten reinrennen, sind sie jetzt voll erwischt worden. Kann ich wechseln? Das hat gerade gut geholfen. Erstmal ich. Nein, ach komm schon, du dumme Pute. Die stößt das aber auch wirklich immer in dem Augenblick an, in dem ich irgendwas mache. Esther ist am Boden. Sie sind beide am Boden. Ja, du brichst jetzt wieder ab. Auf wessen Seite stehst du eigentlich, Tröpfchen? Danke, aber hättest du nicht erwarten können, bis ich einen wiederbelebt habe? Du freut sich auch noch. Danke, du hast. Was zur Hölle macht Esther eigentlich die ganze Zeit mit der Magie? Ja, die Zorniarchen kommt wieder. Eingepennt. Ich hoffe, nicht vorbereitet. Ich hoffe, ihr habt euch geheilt oder es liegt gleich wieder jemand am Staub, was ich vermute. Hat mich wieder voll getroffen. Obwohl ich eigentlich geschützt war, hat mich das gerade wirklich voll getroffen. Ich hasse dich. Er ist damit voll verprügelt. Vielleicht ist es aber auch wirklich nur, dass die Zorniarchen da angreifen sollen, wo der Bohne Blick hingeht. Ich war wieder in Defensive. Diesmal hat's geklappt. Der ist schon wieder am Boden. So, das klappt. Nochmal! Geht lieber auf mich. Ist da einer kaputt gegangen? Wahrscheinlich ja nicht. Ich glaube, ich nehme gleich mal den Trank des Magierkönigs nochmal.
Einfach nur zu können, auch mal einsetzen wieder. Ja gut, das hat gewirkt, ich hab's gesehen. Wir dürfen nicht kaputt gehen, wir sind bei maximaler Gesundheit. Es war auch genau im richtigen Moment, schätze ich mal. Auch wenn es uns jetzt trifft. Sehr stark sogar. Oh! Hilfe! Du Doppelkuh! Jetzt mal ernsthaft! Das war mal wieder so eine Glanzleistung von Blödheit von KI. Das war einfach nur doof. Ich wäre problemlos ausgewichen. Nein, nein. Ich wäre wirklich ausgewichen ohne Probleme, hätte sie nicht versucht, mich zu heilen. Oh, ja, Sven ist bestimmt wach jetzt. Oder am Boden. Ist noch fit. Das Lebenslicht hat aber erwischt, das müsste gut gehen. Ey, das Lebenslicht hat eigentlich gewirkt. Ah, nicht gut. Das Lebenslicht hatte eigentlich gewirkt, die hätte voll sein müssen. Steh mal auf, Esther, ich brauche deine Hilfe. Gott, wird viel gebracht. Das ist zum Teil meine Schuld gewesen jetzt, aber. Ey! Ah, ich wollte gerade sagen. Diese Packstrahlenkanone. Mich ärgert nicht der Schaden. Mich ärgert eigentlich, dass das alles abbricht. So, jetzt vorne ja ich ihn weg. Okay, das ist okay. Ich bin eindeutig in Defensive. Ob das jetzt was mal ausmacht, weil mich der Bodenblick erwischt hat. Morgenstern! Ah, Geisterhauer, gut. 300 Schaden ist schon nicht schlecht. Jetzt ist es auch auf mich. Das ist echt ein schwieriger Kampf. Oh! Ich wollte gerade was essen. Ich habe gar nicht gesehen, wie wenig Leben die hat. Ich gehe trotzdem mal kurz in ein Häschen, um zu sehen, ob ich irgendwas kriege. Wie viel Erfahrung kriege ich jetzt dafür? Also das muss ja 20.000 geben. Echt nur 1.000 mehr? Das ist ja irgendwie billig. Auf nach Katzbuckel! Ne, ernsthaft, das ist billig. Ein Ritter 10.000 war okay, aber dafür, dass die eigentlich viel, viel stärker waren und ich die Zorniarchen noch nebenbei mit verprügeln musste, nicht angemessen. Nicht genug.
Ich glaube, ohne die Zorniaschen wäre es gar nicht so schlimm. Ich würde mich aber nicht wundern, wenn der Hase jetzt gleich noch sagt, oh, du musst aber noch jemanden. Und dann noch. Aber das war jetzt eigentlich der letzte Boss. Also gibt es 11 Bosse in dem Spiel. Interessant. War ein übler Kampf. Also dafür, dass ich schon so weit fortgeschritten bin mit Level. Wenn du 10 Level weniger hast, hast du wahrscheinlich ein Problem. Sternfresserzahn. Was kann der wohl? Wahrscheinlich nichts für dich, oder? Nee, ein Zahn ist ja eher was für die anderen. Für dich zum Beispiel, oder? Auch nicht. Wer von euch kämpft mit 10? Du wäre nicht. Pflanzen? Oder ist das ein Accessoire? Ah, ein... Nee. Da, 10 und 15. Das hat sich jetzt aber irgendwie nicht gelohnt. Hier muss mal jemand Unkraut jäten, auch wenn es so die seine Pflanze ist. Dann würde ich sagen, das war Let's Play Ni No Kuni für heute. Ich sage ciao mit Wichtlein TV. Und beim nächsten Mal schauen wir mal, was sich da hinten verbirgt, jetzt hinter dieser Tür. Bye, Leute. Ich bin auch gespannt, aber ich kann es gleich erfahren in der nächsten Aufnahme.